ist ja. Kai, grüß dich. Ist wieder. Na, grüß dich. Wie lange nicht gesehen. Nicht Game of Thrones. Was ist mein Name? Quiz-Champion hier. Ach ja, Olymp. Ah, ja. Die kommen, glaube ich. Ah, hallo! Hallo! Aber dein Hemd passt weiter runter. Ach, der Stefan da über. Stimmt, der Schicht. Mach ich nachher, ja. Hast du gleich was? Ich zieh mich einfach nur um. Ja, natürlich, der Rotzanfall. Und die, was war denn noch? Ja. Ah, genau, und dann kommen danach, und da fragen sie, die kommen, glaube ich, um drei oder sowas. War bei denen in der hallo, guten Tag. Hallo. Was war da drin? Ja, das wird gut. Ich freue mich. Ich habe mich festgemacht mit Tim gerade. Das ist bestimmt was von diesem schwedischen hier, Sir-Streaming. Ja, bis um drei und so was habe ich schon. Habt ihr schon irgendein Feedback aus dem Netz, wie viel das gucken? Könnt ihr das sehen? Ja, doch, einige. Aber in welcher Größenordnung ist das? Ich muss aber jetzt... Keine ja, aber das ist, meine ich, in großen Ordnung. Das ist so ein, ob das, ich habe schon ganze Talkabende gemacht mit 500 oder so. Oder 50. So ein Fetischland. Ja. Ja. Wisst ihr, wie viel gibt es auch eine passende Hose dazu? Ja, aber habe ich so. Ja, so ein bisschen wie der Wettmann. Die Augen aber, sind man ja, ja. Aber es ist alles gut. Das ist ja alles der Bühne immer aufregend. Aber es wirkt total lustig, weil die ganze Zeit gefallen. Ja, und ich habe auch ein total entspanntes Gefühl. Also es fühlt sich Felix nicht irgendwie verkrampft oder auch Felix was. Gefallen? Und das ist immer mal so ein bisschen anderes, genau. Ihr seid auch wieder gut. Na gut, dann, wir sehen uns bei dir jetzt drei? Jetzt ist alles okay. Also ich habe gerade gesagt, glaub, ja, das Sie ist ja, guck mal, wir sind jetzt so sechs Stunden wieder. Und das ist eigentlich so, ach, wie dachte, eine lange Aufzeichnung. Ja, also Tim gestern haben wir Tim hat, den großen Nacht Berlin aufgezeichnet. Das ging 5 Stunden 15, 10, so eine XXL von wer weiß denn sowas, geht auch alle so um die 5 Stunden. 1, 2, 3. Also ist alles wechseln okay. Die 1, 3 Stunden? Scheinbar ja. Frag mal in 3, 4 Stunden. In welchen, Markus, weißt du, in welchen Rhythmen die wechseln? Ja. Da brechen die Menschen. Achso. Das ist der Zeitpunkt. Ja, kann sein. Kommt Micky nochmal? Micky kommt ja, ja, um 10 Uhr, 11 Uhr 15. Das ist der Bruch. Micky und Knossi. Micky und Knossi. Die sind beide. Dann ziehen wir auf einmal wieder rein. Den? Wir sind ja noch auf Sendung. Achso. Ah, ja. Das macht auch total Spaß. Ja, ja, das macht super. Super, ganz tolle Sendung. Und die Gäste sind der Hammer. Jungs, wir gehen in einer Minute live. Ja. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ich komme gerne wieder ins Wohnzimmer. Hi, vielen Dank für die Einladung. Da kommen wir jetzt. Die Nachtschicht. Die hat in der Regie Platz genommen und in circa 3 Minuten sind wir da. Die wechseln echt alle 3 Stunden. Wechseln die alle 3 Stunden? Also nehmen Sie die Plätze gerne wieder an. Was? Wechseln die alle 3 Stunden? Och, die haben so ein eigenes Hi, System. Das ist, gibt so ein gut, selber, ja. Ah, du bist wahrscheinlich Moin. Ein, ne? Wenn ich na, von dir und mir ja, ich freue mich, ja. Warst du nicht, du warst das letzte Mal auch schon mit Bernhard, dass du hier warst? Ich war einmal mit Bernhard. Moin. Hi. Aber zweimal gegen Trimax und dann zweimal gewonnen. Das würde ich mal hoffen jetzt. Ja, ihr seid aber nicht an mir, der ist einfach nur strunzendoof. Wir sind schon live im Stream, ne? Viele Grüße, Max, falls er zuschaut. Nee, keine Grüße an Max. Nee, kann an dem nicht, der soll er. Ja, das stimmt, das ist eine entscheidende Frage. Es wäre mal wieder, jetzt sind wir eigentlich mal wieder dran. Ich sitze da und du sitzt hier. Hat schon jetzt so oft gewonnen da drüben. Wenn du irgendwas brauchst, sagst du Bescheid. Guck mal, vielleicht kann ich dich ein bisschen aufmuntern. Für mich. Endlich mal Fotos von Amar machen. Legende hier. Oh. Ja, verstehst du das? Also, und wir fangen das Einzige, auch an. Was ich noch gut. Mehr gefeiert hätte, wärst du. Krieg ich raus. Wie ist die so. Stimmung? Ja, das passt schon. Aber. Wie ist die Stimmung? Ja, die sind aber auch weniger. Aber ist gut. Wir sind näher dran. Viel stärker hier, die Leute. Auch, ne? Darum geht's. Ja, hast weniger Leute hinter dir sitzen, ne? Gibt schon eine kleine Vorwarnung. Woher kommt die? Wofür? Ach, die ist mit Trailer, ne? Mit Jingle. Hast du gewonnen? 3 schon? Ach, ich stell das 5 Minuten noch. Ja, ich hab nämlich ein Gastgeschenk mitgebracht. 3, 1 unentschieden, eine eher 3. Da bin ich gespannt. Dafür war das in der einen Seite erst 60. Oh. Gut, ich hatte in beiden 70. Ja, handwerklich nicht so begabt. Ja, ist egal. Du siehst ein bisschen kaputt aus. Mich auf einmal dachte ich, geht eigentlich. Ich habe gehört, du bist eine Maschine eigentlich. Ja, ich bin auch noch total erschrocken. Das ist halt, wenn du jetzt wieder und dann wieder rum. Ist ein bisschen Downer. Aber noch ist alles okay. Das wäre die Fragen. Ich könnte nur jetzt eben. Es ist auch schon 12. In den letzten Jahren. Ja.
Und die haben die Fragen genommen, die wir mal Daumen, ne? Ich glaube, morgen so. Aber weißt, und es ist unfassbar. Morgen so 11 Uhr. Ja, ja, das merkt weil wir wieder. Ich habe schon gesagt, zwischen 8 und 12 ist der Bruch. Ja. Da bricht es. Wenn du zockst oder sowas, bist du nicht auch meist bis 2 oder 3 Uhr wach. Ja, was zockst du? Schön wieder hier zu sein. Rainbow. FIFA. Ah, FIFA. Und keine Scheibe. Ja, ja. Zu sehr ungewohnter Sendezeit, wenn Sie jetzt gerade ins Fernsehen eingeschaltet haben. Wir sind live. Es ist 23.58 Uhr. Wir sind hier live im Studio Hamburg. Wir haben uns einiges vorgenommen. Wir machen gleich die 6. Stunde voll. Wir spielen jetzt schon 6 Stunden eine Runde, da weißt du sowas nach der anderen. Und wir wollen das noch 19 weitere Stunden tun, nämlich bis morgen Abend 19 Uhr. Hier ist schon einiges passiert. Wir haben 2 neue Gäste und mit denen spielen wir jetzt die nächste Runde. Freuen uns sehr. Herzlich willkommen. Revi ist zu Gast. Sebastian Mayer. Dankeschön. Ja. Instagram, Rewinzeit, wie auch immer. Ne? Aber deine Fans wissen eh, wer gemeint ist. Genau. Ja? Und du warst ja auch schon 2-mal bei uns zu Gast. Ja. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass du dieser wiederholten Einladung gefolgt bist. Ey, gerne. Ich habe auch wieder einen leichten Gegner mitgebracht. Das wird gut. Ja. Du hast 2-mal gegen Max, gegen Trimax gewonnen. Ja, ja. Ja? Und das ist der andere Trimax quasi. Ja. Oh, Amar, herzlich willkommen. Nein, 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 nein. Eins ist mal richtig, Amar und Trimax sind schon häufig, ihr seid schon häufig ein Team, ne? Wenn ja. ihr eure Teammates-Show habt, dann tretet ihr ja zusammen an. Auch gegen dich mal. Ja, ich war ja auch schon bei euch zu Gast. Ja. Da hat das 8 Stunden gedauert, das hat mich damals sehr beeindruckt. Und dann kam dir die Idee, oh, ich mache jetzt mal ein 25-Stunden-Ding draus. Ja, irgendwie muss es ja Sinn machen, ne? Ja. Also wir haben ja gedacht, wie können wir 2 Sendungen miteinander verbinden? Die eine läuft Montag 18 Uhr, die andere Dienstag 18 Uhr, ne? Da waren wir schnell bei 25 Stunden. Stark. Ja, jetzt aber sind wir hier. Clever gemacht. Jetzt sind wir hier. Wir freuen uns sehr, dass ihr beide da seid. Vielleicht habt ihr ja schon im Livestream reingeschaut in die vorangegangenen Sendungen. Ne, habt ihr gesehen, also jeder hier im Studio hat schon ein bisschen was gewonnen. Hier ist ein leichter Überhang im Pro-Kopf-Gewinn aktuell bei 133,80 Euro pro Kopf. In der Summe der letzten Runden. Hier sind es 61,22 Euro. Ne, aber da kommt ja vielleicht auch noch ein bisschen was dazu. Ja, dafür kann man auch mal applaudieren. Sie zu Hause, ihr zu Hause könnt auch über die ARD Quiz-App mitspielen. Wenn ihr sie noch hier habt, einfach runterladen. So. Könnt ihr parallel mitspielen, könnt ihr auch Geld gewinnen. Und ja. Ich würde sagen, wir legen mal los. Ne? Gucken wir mal auf die Publikumsverteilung. Ich schaue auf die aktuellen Zahlen, ob sich irgendwas verändert hat. Bei Bernhard, seit Anbeginn sitzen 71 Zuschauer. Und zwar immer dieselben 71 Zuschauer. Die wollen auch die ganzen 25 Stunden hier bleiben. Und bei Team Elton, da sind 2 irgendwann verlustig gegangen, da sind es 49. Oh. 49 hinter Amar und Elton. Und Leute, ich sag mal eins, wir begrüßen den neuen Tag, es ist 0 Uhr. Ja? Herzlich willkommen dem 25. Oktober. Ja? Dann legen wir los. Heute ist 25. Oktober für Sie, für euch. Ne? Wussten Sie eigentlich, dass der 25. Oktober der Weltnudeltag ist? Oh! Okay. Ja. Jetzt geht's los. Hier sind die heutigen, oder jetzt die folgenden 12 Kategorien. Hier ist die Wand. Die 12 Kategorien sind Musik, Clever, Essen und Trinken, Niederlande, Einspruch, Künstler, das Fragezeichen, Unterwasser,
Gesundheit, wie bitte, Trick 17 und Schlagzeilen. Was lacht dich sofort an? Also nach wie vor, jede richtige Antwort 500 Euro, ne? Mhm. Publikumsjoker für beide Teams. Ich weiß, was ist denn so eine Kategorie wie bitte? Was verbirgt sich denn dahinter? Das ist so eine Geschichte. Bitte? So eine Geschichte. So also Staunen. Eher schwierig. Ich habe eine Idee, wie du es rausbekommst. Ja? Wir schauen sie uns mal in aller Ruhe an. Ey, bin ich voll dabei. Bin wir ich voll nehmen dabei. Wie bitte. Wir. Die Frage, um ihre wissenschaftlichen Thesen zu beweisen, haben zwei US-amerikanische Forscher A. die Unterwäsche von Napoleon aus einem Museum gestohlen, B. sich 14 Tage nur von Metall und Styropor ernährt oder C. eine Wette bis 2150 laufen, bei der die Erben Millionen gewinnen. Alles, ist das in Ordnung? Ne? Willst du die Frage haben, weil sonst versuchen wir es? Nee, ich würde noch mal nach Hause kurz nachdenken und dann schauen wir nochmal. Genau. Also das ist wie bitte. Das ist also, ja, ich weiß auch, warum es so heißt. Ja, das ist sehr tricky. Ich würde nur einfach C ausschließen, weil eine Wette laufen, wie soll man damit eine wissenschaftliche These beweisen? Da bin ich vollkommen bei dir, ja. Okay. Also wenn es ja Wissenschaftler sind, warum müssen die dann die Unterwäsche stehlen, wenn sie irgendwas beweisen möchten? Wenn sie so angesehen sind, eventuell, warum kriegen sie die nicht einfach, um irgendwie, der, irgendwie DNA oder weiß ich was, was sie da aus der Unterwäsche von Napoleon haben möchten, rauszuholen? Frage ist aber auch, warum sollte man nur Metall und Styropor essen? Also, vielleicht, weil man die Unterwäsche von Napoleon geklaut hat und jetzt im Gefängnis sitzt und nichts anderes zur Verfügung hat. Das klingt nach einer guten Kost, ja. Die Frage ist, das heißt, die wissenschaftliche These wäre bei A, sowas wie Napoleon ist verwandt mit und so weiter. Oder Napoleon war zu dem Zeitpunkt oder hatte, da und da. Ja, und oder er hatte sowas, irgendwie Harnstein. Genau, oder, genau. Oder es gab im so und so vielen Jahrhundert, als Napoleon da war, gab es den in den Stoff schon. Irgendwie sowas, ja genau. Ja. Das wäre eine These, die man beweisen kann. Da hast du recht, warum stiehlt man die? Ja. Sich 14 Tage nur von Metall... kann man die einfach stehlen im Museum, weil die wird ja in dem Glaskasten sein oder so. Ne? Also, also es ist schon, okay. Sich 14 Tage nur von Metall und Stoff... Also da ist, was ist da drin in der Nahrung? Eisen? Eisen und Plastik. Und vielleicht ist Styropor, besteht das aus mehr, als wir denken? Meistens aus Erdöl, oder? Ist das irgendwie, was ist denn, Styropor ist ein Napalm oder sowas? Nicht leckerer. Nee, gar nicht. Ist auch keine gute Diät. Also. Aber wahrscheinlich zeigt das irgendwie, der Magen kann doch mehr zersetzen. Vielleicht ist das die These, der Magen kann mehr zersetzen, als wir dachten. Unter anderem Metall und Styropor. Genau, und wir gehen jetzt mal davon aus, getrunken haben sie trotzdem. Das ist jetzt, wir gehen sonst von Essen aus. Sonst wären sie ja tot, ne? Ja, genau. Aber das, nee, man könnte ja sagen, haha, da fehlt das Getränk. Mhm. Also dann das heißt, sind wir ihr wollt euch entscheiden? Wir sind bei B, oder? Ich, klingt am nächsten dran, ne? Ja. Machen wir mal. Wir sagen mal B. Ja, wir machen's. Genau, Kategorie ist ja, wie bitte? Mhm. Im Jahr 2000 wurde Stephen Alstead, Professor für Biologie des Alterns, in einem wissenschaftlichen Artikel mit der provokanten Aussage zitiert, der erste 150 Jahre alte Mensch ist wahrscheinlich schon am Leben. Professor S. J. Olchensky, ebenfalls Experte auf dem Gebiet, widersprach. Sie gingen eine Wette ein. Beide zahlten jeweils 150 US-Dollar in einen Investmentfonds ein und legten fest, dass die Erträge erst 150 Jahre später, also im Jahr 2150, an die Nachkommen des Gewinners ausgezahlt werden sollten. Sollte der Fonds weiter wachsen wie bisher, könnten diese dann mehrere Millionen US-Dollar gewinnen. Oh. Hm. Ja, ja. Nicht der Einschnitt, den man sich wünscht, aber es kann ja noch was dazukommen. Es bleibt erstmal bei 0 Euro und ihr könnt direkt in Führung gehen. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen schwer. Nimm irgendwas. Irgendetwas? Ja. Ja gut, dann nehme ich die Schlagzeilen. Dann nimm dir die Schlagzeilen. Eine Wette, 2100. Zu welchem Ergebnis kam eine vom britischen Forschungsrat für Umweltforschung abgehaltene Online-Abstimmung? A. Oasis-Sänger Noel Gallagher sollte neuer Vorsitzender werden. B. Ein neues Forschungsschiff sollte Boaty McBoatface heißen. Oder C. Eine neu entdeckte Tierart sollte den Namen Brian tragen. Das klingt schon sehr plausibel, oder? Was jetzt, C? Ja, irgendwie alles. Ach so, ja. Nee, also C klingt schon am plausibelsten, weil das, also eine Tierart sollte den Namen Brian tragen. Warum denn nicht, oder? Mhm. Also Oasis-Sänger Noel
Gallagher sollte neuer Vorsitzender werden. Kann passieren, muss nicht. Forschungsschiff sollte Boaty McBoatface heißen. Ist totaler Quatsch. Also wer sich sowas einfallen lässt, ist Quatsch. Ein bisschen mehr Respekt. Achso, okay. Entschuldigung. Neues Forschungsschiff sollte Boaty McBoatface heißen. Also, ein britischer Forschungsrat. Für Umweltforschung. Umweltforschung. Oh, wobei, warte mal. Das, ja. Warum aber wobei, so? Das sind Schlagzeilen, ne? Also, das sind, ja, das ja. Ist schon so eine Hui-Hui-Hui-Hui, so wirst wie ungefähr da drüben. Also, Oasis-Sänger, also warum sollte der gerade, ist der für seine, ist der... Oasis-Sänger Noel Gallagher. Ist der für seine Umweltunfreundlichkeit bekannt, dass man sagt, hey, den machen wir zum Vorsitzenden zu einer Umweltforschung? Also es war ja eine Online-Abstimmung. Zu irgendeinem Ergebnis müssen sie gekommen sein. Ja, du willst wahrscheinlich auch schnell ein Ergebnis von uns haben. Also A, finde ich jetzt komisch. B, ein neues Forschungsschiff sollte Boaty McBoatface heißen. Das finde ich schon mal irgendwie ganz lustig. C, ein neuer entdeckter Tierarzt soll den Namen Brian haben. Natürlich Brian, lebendes Brian. Monty Python, England. Stark. Ist natürlich angesagt. Also ich, auch wenn es nicht vielleicht so eine Riesenschlagzeile ist, also das wäre dann ja C. Aber ist das eine Schlagzeile? Ein Tier soll Brian heißen? Brian mit I. Ja, ja. Das ist eine Schlagzeile. Jemand sagte auch hier Brian and Muscles, ne? Boah. Ich war grau. Ich neues Forschungsschiff soll Boaty McBoatface heißen. Ja, ja. Im Internet macht er so Gags nicht. Ja, ja. Macht er nur im Fernsehen. Das ist ganz anders, ne? Ganz anders, ganz anders. Einmal ja. Kaum. Das mache ich überall. Ich bin für B. Für B? Das haben wir doch komplett ausgeschlossen. Ich bin für B, weil das ist eine Schlagzeile. Boaty McBoatface, da ist auch noch Schottland mit drin wegen Mac. Weil Brian, ein Tier soll Brian heißen. Ja, ist schön wegen Monty Python auch. Aber ist das eine Schlagzeile, weil ein Tier Brian heißt? Was soll denn das für ein Tier sein? Brian war... Entscheidung? Dadurch, dass es unsere erste Frage ist und ich das erste Mal hier dabei bin... Darfst du dir das aussuchen? Und du ein cooler Mensch bist, würde ich sagen, wir nehmen B auf deine Verantwortung. Okay, wir nehmen dann B auf meine Verantwortung. Auf deinen Nacken. Okay. Der britische Forschungsrat für Umweltforschung, NERC, startete 2016 eine Online-Abstimmung mit der Absicht, die Allgemeinheit an der Benennung eines neuen Forschungsschiffes zu beteiligen. Wie so oft bei Online-Umfragen setzten sich jedoch die Spaßvögel durch und der skurrile Name Boaty McBoatface gewann die Abstimmung mit einem Erdrutschsieg. Schwarzzeit. Ja, das ist halt Schwarzzeit. Ja, es ist eine Frage, erste richtige Antwort, 500 Euro. Ja, wobei, mir hat jetzt Bloody Coat hier gefallen. ich würde ja gerne Einspruch nehmen, so Rechtsfragen. Ja. Einspruch. Hast du von sowas Plan? Ja, mal. Das kommt jetzt auf die Frage an. Das kommt immer auf die Frage an. Aber Rewe wäre vielleicht auch was für dich, weil es ist das Amtsgericht Köln, um das es geht. Oh, das muss ja ich gewesen sein. Das Amtsgericht Köln entschied im Mai 2020, dass ein Testament wirksam ist, wenn es A. per Sprachnachricht aufgenommen wurde, B. verschwunden ist, aber mit einem Handy abfotografiert wurde oder C. mit einem Filzstift auf eine Tischplatte geschrieben wurde. Also A kommt direkt, kommt, ist so nah an der Realität dran. Lass es mich kurz erklären, ja? Ja. Ich sitze in einem Flugzeug und ich weiß, es ist gleich vorbei. Ich würde eine Sprachnotiz kurz quatschen an meine Eltern, sagen so, das kannst du haben, das nicht. Ja, du musst ja irgendwie noch was klären, ne? Du hast ja keine Zeit, dass irgendwie dann, ne? Ja, klar, ich würde sowas sagen wie, ich liebe euch, aber hat jeder andere Prioritäten. Auch? Aber erstmal klarstellen, was ihr nicht bekommt. Aber erstmal. Hast du denn was zu vererben? Ja, mein Hund zum Beispiel. Ah, okay. Also, ja. Und den kriegen Sie oder den kriegen Sie nicht? Den würden Sie bekommen, aber auch nur unter bestimmten Voraussetzungen. Kommt drauf an, wie lange wir fallen. Das okay, ist, es wird eine lange Sprachnachricht. Genau, richtig, ja. aber das klingt schon nah an der Realität, oder? Naja, was ist denn wenn das? Wenn ja nachweisbar ist, dass das der Verstorbene ist, der gesagt hat, boah, ich mach das so und so und so und dann, ne? Die Frage ist, was davon überhaupt gilt?
Also es sind ja verschiedene Fragen. Das eine ist, was davon gilt, da wäre ich sofort bei C. C ist das, das gilt. Weil es schriftlich ist. Es ist mit der Hand geschrieben, da ist alles bei, was man braucht, Unterschrift, Datum. Ja. Ne? So, es ist halt nur nicht auf Papier. Aber die Frage ist ja 2020, ist ja eine relativ moderne Entscheidung. Die Frage ist, waren die damit vor Gericht? Also Tischplatte dann, oder wie? Ja, ja, ja. Ja gut, das hätten die wahrscheinlich dann gemacht. Verschwunden ist er mit einem Handy abfotografiert. A und B so sind natürlich auch, Fragen aus der heutigen Zeit. Ja, sowas passiert natürlich auch, ne? Dann sag du doch mal, Kai. Also, also jetzt auch mal hier, ne? Also ich würde eine der drei Möglichkeiten wählen. Das ist ein guter Hinweis, ja. Ich bin, also ich... Das Problem ist ja wirklich, es geht nicht darum, was gilt, sondern darum, was war vor Gericht. Und es ist ja was Bahnbrechendes, weil wenn es ja dann heißt Versprachmemo, ne, dann ist es ja nicht mehr schriftlich. Das musste ja immer früher ein Schriftstück sein, ein Testament. Ne? Ist halt die Frage, ob es immer das Original sein musste, ob es schon immer eine Kopie oder ein Foto hat sein können. Ne? Ich wollt ihr euch nicht selber hier so eine Entscheidung durchringen oder war das Publikum fragen? Ist hier ein Anwalt? Also Testamente müssen handschriftlich sein, sonst hätte man das schon mal mit Kassettenrekordern früher machen können. Deshalb würde ich A ausschließen. Ja? Wieso erst 2020? Sprachnachrichten gab es früher auch schon. Okay. Auf dem Anrufband oder sowas. B. Verschwunden ist er mit einem Handy abfotografiert wurde. Also das ist einfach ein abfotografierter, es gibt viele Manipulationsmöglichkeiten. Ich bin da bei C, tut mir leid. Einfach so vom, auch weil ich A und B ausschließen würde. Ich habe irgendwie das Gefühl bei A, aber du entscheidest es, ist auch deine Verantwortung. Es schützt ja auch deine Mutter, dass sie mehr bekommt, wenn es A nicht ist. Mm, hast du recht, ja. Dann kriegt sie den Hund auch ohne Bedingungen. Das stimmt. Für deine Mutter nehmen wir C. Na gut, okay, für meine Mutter tun wir es. Sollen wir dir gleich einen Stift bringen? Das wäre super. Dann kannst du hier was per Filz drauf. Ja, gerne. Antwort gerne. C. Wenn es stimmt. C. Wir müssen den Film suchen. Ja, genau. muss erst die Antwort eingeloggt werden. Im Mai 2020 sorgte ein Erbrechtsstreit für Diskussionen. Der Erblasser schrieb sein Testament kurz vor seinem Ableben mit Filzstift auf einen Holztisch. Dort führte er seine Frau als Alleinerbin auf und widerrief sein vorher verfasstes Testament, das seinen Bruder als ursprünglichen Erben benannte. Das Amtsgericht Köln wies den Antrag der Ehefrau als Alleinerbin ab. Beim Filzstift-Testament fehlte die Unterschrift des Verstorbenen, wodurch das Dokument nicht rechtsgültig war. Grundsätzlich ist das Verfassen eines Testaments aber auch mit einem Filzstift auf einer Tischplatte gestattet, so das Amtsgericht. Zwingend notwendig ist dabei die Unterschrift des Verfassers. Und damit und die ersten 500 Euro auf. Das heißt, wenn ich mir mein Testament tätowiere, bin ich ja sicher. Dann bist du sicher. Tätowiertes Testament ist das Beste, was man haben kann. Du musst es selber handschriftlich machen. Ja. Selbst handschriftlich beim. Das funktioniert. Ne? Ja. So tätowieren? Ja, gutes Ding. Okay. Ich mag das, wenn wir Gäste haben, die nur aus Buchstaben bestehen und so gar keine Formen. Gut. Ja? Also wir haben uns gerade die ganze Zeit beraten. Und wir sind ganz doll, weil wir beide extrem sportlich sind bei Essen und Trinken. Mhm. Oder? Ja. Oder? Ja. Ja, ne? Ja. Das hätten die niemals genommen. Bei Soats A. werden Milchshakes mit Ziegenmilch hergestellt. B. werden Avocadohälften mit Zwiebeln statt mit Ei gefüllt. Oder C. wird zum Haferbrei geriebene Zucchini gegeben. Soats. Also rein aus dem Bauchgefühl. Goats. Hm? Ziege. Soats. Ja. Ziege. Weiß ich nicht. Ja, ja. Ist schon mal gut, ja. Wird zum Haferbrei gebriebene Zucchini dazu gegeben? Weiß ich nicht. Avocado-Hälften mit Zwiebeln statt mit Ei gefüllt. Das könnte funktionieren. Was ist deine Einschätzung bisher? Ja, bei A, klar bin ich da auch bei Goats, aber was hat denn das Z damit zu tun? Ja, stimmt. Hast du eigentlich schon gestreamt, bevor du hergekommen bist, oder streamst du nachher noch nach der Sendung? Ich wollte vorhin streamen, aber dann kam das Briefing, dass ich um 9 herfahren muss. Ah, okay. Deswegen hat das doch nicht geklappt. Avocado-Hälften mit Zwiebeln statt mit Ei gefüllt. Aber das ist ja auch keine Regel, dass die immer mit Ei gefüllt werden, oder? Nee, das finde ich auch komisch. So, Haferbrei, geriebene Zucchini gegeben. Meinst du, jemand aus dem Publikum weiß sowas? Ja, wahrscheinlich, wenn das so ein neuer Trend ist.
49 Leute. Also Milchshake aus Ziegenmilch. Ich meine, Ziegenmilch ist echt sehr extrem. Ich bin irgendwie doch, wie du am Anfang, du warst ja auch ein bisschen bei C. Es gibt Haferbrei. Das ist doch so eine Art Porridge. Ja. Und wenn da jetzt einfach geriebene Zucchini dazugekommen sind, also du hast was Pflanzliches. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht wirklich, aber ich würde A ausschließen. Also wegen Goats ja, aber Ziegenmilch schmeckt echt nicht so, meiner Meinung nach nicht lecker. Und warum das Z bei Shakes? Weil es ein Shake ist, wenn Zoats da geschrieben hätte, wie Shake vielleicht. Okay. Mhm. B oder C? Haferbrei, Zucchini. Aber warum Zucchini? Wegen Z? Überall ist ja ein Z. Ziegenmilch, Zwiebeln, Zucchini. So. Aber es ist ja auf Englisch Zoats. Zoats? Deswegen macht das alles keinen Sinn. Okay, Publikum fragen oder? Ich wäre fürs Publikum. Wenn die jetzt noch einmal aktiv sind. Oh, die sind noch sehr aktiv. Ja klar, aber jetzt auch noch bei der Frage? Ja, vielleicht hat das einer gehört. Ja, ja? Wir nehmen das Publikum. Echt? Okay, wir fragen das Publikum. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hat ja einer eine Meinung dazu oder auch Wissen. Oh, guck es dir an, guck es dir an. Guck mal, das sind zwei. Hey, geil. Drei. Oh. Ich habe nicht geguckt, wer ist zuerst aufgestanden, such aus. Darf ich? Such gerne aus. Du musst einen bestimmen. Boah, ich hab nicht geguckt, wer zuerst aufgestanden ist. Du hast das gesehen. Das ist ja fies. Die gucken alle so sympathisch. Ich glaube, er ist als erstes aufgestanden, soweit ich weiß. Er ist als erstes aufgestanden? Nein, der da. Er hat gepetzt. Okay, dann. Nein, ruhst du raus. Ja, alles gut. Du willst dich nur nicht unsympathisch machen, weil das dann. Nein! Okay, ich nehm sie. Also er dann, ne? Sie, dich. Ich überlege noch mal ein bisschen. Okay. Also wenn du der bist, der zuerst aufgestanden ist, dann kommen wir zu dir. Er ist der, von dem Hallo. Er sagt, dass er zuerst aufgestanden ist. Hallo. Du bist? Silas. Hallo Silas, woher kommst du? Ich komme aus Hamburg. Okay. Cool. Und hast du morgen was vor, Silas? Nee. Okay. Bleibst du bis morgen Abend? Ist mein Ziel, mal schauen. Okay, gut. Hast du irgendeine wirkliche Info hier zu Zoats? Ja, ich würde mal stark von C ausgehen, weil Oats quasi auch der englische Begriff ist für Haferbrei, für so Morgenfrühstück. Ja. Und mit Zucchini sind das eigentlich die beiden einzigen Begriffe, die auf Englisch übersetzt quasi Sinn ergeben würden für mich für die Wortbildung. Okay. Ja. Hast du hier für morgen Urlaub genommen oder bist du Student? Bin Student. Na dann. Dann ist ja, guckt ja keiner zu. Okay, ja, alles klar. Stark. Silas, dann kann man smart. Hinter der Bezeichnung Zoats verbirgt sich die Kombination aus dem Wort Zucchini und dem englischen Wort Oats für Haferflocken. Dafür wird Zucchini gerieben und unter den Haferbrei gemischt. Die kalorienarme Zucchini sorgt für eine Portion Gemüse im Porridge, steigert den Nährstoffgehalt und macht es cremiger. Wissen Sie, dass drei Leute sich aufgestellt haben? Cool. Oder nicht? Ja. Nimm mir mit, 1000 Euro. Punkte sind Punkte. Ja. 1000 Euro für Amar und Elton. Oats, natürlich. Ihr seid ein bisschen unter Druck. Ach, ich würde es nicht essen. Ja. Klingt nicht lecker, ne? Clever oder Trick 17? Sieht aber bestimmt gut aus. Ist eigentlich egal, ist beides. Ja, Trick 17. Trick 17. So, schauen wir rein. Die gewöhnliche Quecke gilt als Unkraut, kann aber A. zum Entfernen von Wasserflecken auf Holz benutzt werden, B. als Schutz vor Motten eingesetzt werden oder C. als Kaffeeersatz genutzt werden. Hast du jemals von dieser Quecke gehört? Es ist so ein Kraut, irgendwie, was wächst. Ich weiß, dass man aus Löwenzahn Kaffee machen kann. Und ich habe das Gefühl, dass man aus allem Kaffee machen kann, wenn man das will. Wenn man das wirklich will, dann kann man das bestimmt. Wasserflecken auf Holz. Wie kriege ich die denn heraus? Also es wird ja nicht so saugend sein, dass... Ja, das ist das einzig Merkwürdige. Also ja, du hast einen Wasserfleck, oder? Und dann würdest du das damit einreiben. Motten, bei Motten ist es, glaube ich, Lavendel, oder? Ist das nicht so ein Ding, dass man so Lavendelsäckchen immer so in den Schrank reinhaut, damit die Motten da nicht reinkommen? Und ich weiß, Löwenzahn-Kaffee... Aus Löwenzahn kann man Kaffee machen? Aus Löwenzahn kann man irgendwie Kaffee machen, ja. Das habe ich zumindest schon mal auf TikTok gesehen. Aber ich das ist doch. Also wenn, das ist doch die Frage, ob das TikTok. Dann stimmt, ne? Das ist doch mal ist doch eine seriöse Quelle. Das ist eine gute Quelle, ne? Ja. Also TikTok. Vielleicht weiß das Publikum. Das kommt direkt hinterm auch, Spektrum, ne? Der Wissenschaft. Ja, das ist eins. Das ist eins. Ja. Vor Spektrum der Wissenschaft. Viele Wissenschaftler arbeiten um arbeiten, TikTok. Arbeiten. Ne? Ja. Viele Wissenschaftler sind TikTok. Genau so. Sind Sie Wissenschaftler? Nein, ich bin TikToker. Aber wenn du sagst, man kann aus allem Kaffee machen. Ja, ich würde mich jetzt nicht so festlegen. Vielleicht haben wir jemanden im Publikum, der das weiß. Ja, die Frage ist, haben wir nachher noch eine Frage, wo wir noch weniger Ahnung haben. Aber du hast hier gerade schon Sachen
von dir gegeben. Also Mottenschutz, wie gesagt, Mottenschutz weiß ich, dass es halt Lavendel mal gewesen ist. Oder so, wie ich irgendwo mal gehört. Wasserflecken entfernen. Wie kriege ich einen Wasserfleck aus dem Holz raus? Ich habe keine Ahnung. Ja, theoretisch wieder nass machen und wischen. Also nass machen. Ja, also, als, ich finde, das klingt gerade alles schlüssig. Unkraut, lass uns den Kaffee versuchen. Ja, wir lassen uns den Kaffee versuchen. Wenn er falsch ist, machen wir, nehmen wir was anderes. Ja. C. Ja, okay, du brauchst nicht so zu gucken, Amar. Man kann aus Quecke auf jeden Fall Brot machen. Das mag ich sehr. Echt jetzt? Ja, Quecke-Brot. Die gemeine Quecke gehört zur Familie der Süßgräser und ist nahezu weltweit verbreitet. Ihr Name ist vom althochdeutschen Wort Queck für zählebig, lebhaft abgeleitet, da sie auf fast allen Böden gedeiht. Hat sich das hartnäckige Unkraut einmal auf dem Acker verbreitet, ist es nur schwer wieder zu vertreiben. Vor allem in Osteuropa werden die Wurzeln der Quecke aber auch getrocknet zu Mehl gemahlen oder noch frisch zu einem Sirup eingekocht. Geröstet und gemahlen eignen sie sich als koffeinfreier Ersatz für Kaffee, der einen süßlich-nussigen Geschmack hat. Sehr gut, bleib bei mir, geh nicht weg. Top. Bleib bei mir. 1000 Euro. Super. Nächste Kategorie für euch. Ich bin ein bisschen irritiert, ich habe ein Gastgeschenk mit bekommen, aber was ist das? Quecke. Ach so, das ist, da haben wir uns ganz viel Gedanken gemacht, Revi und ich. Wir haben uns vorher zusammen telefoniert. Zum Teilen. Das ist zum Teilen, genau. Ja. Wenn irgendwann hier so mal die Luft ausgeht, dann haben wir frische Luft von draußen mitgebracht. Ah! So. Ja. Das ist eine gute Idee. Okay. Es ist neben der Autobahn, aber also es ist, so frisch ist es nicht. Wenn hier mal die Luft raus ist, machen wir das Glas auf. Okay. Ja. So, okay. Was nehmen wir denn? Boah, dieses Mal darfst du entscheiden. Ich darf auch. Ich durfte zweimal. Dann nehmen wir Musik. Was macht Jazzsängerin Ella Fitzgeralds preisgekrönte Berliner Liveaufnahme von Mac the Knife von 1960 einzigartig? Oh Gott. A. John F. Kennedy saß im Publikum und sang hörbar mit. B. Fitzgerald hatte den Text vergessen und improvisierte daraufhin. Oder C. Bertolt Brecht begleitete sie dabei auf dem Klavier. Ja, habe ich schön ausgesucht. Nächstes Mal suchst du bitte wieder die... Ich habe dir gesagt, lass uns nicht Musik nehmen. Ich möchte mich nicht mit dir streiten, aber ich bin enttäuscht. Jazzsängerin Ella Fitzgerald. Kennst du sie? Ja. Gut. Preisgekrönte Berliner Live-Aufnahme. Mac the Knife. 1960. Okay, John F. Kennedy. Wie lange hat der gelebt? Bis er erschossen wurde. Ja. Bist du dir sicher, dass er überhaupt erschossen wurde? Oder läuft er noch? Ich bin meins nicht. Vielleicht mal auf TikTok. Der war mal sehr schnell weg. Also auf TikTok, ne, kann man da. Ja. Echt? Okay, krass. Also, Kennedy saß im Publikum und sang hörbar mit. Ja. Fitzgerald hatte den Text vergessen und improvisierte. Fitzgerald, wie hat der. Wie lange. Wie lange hat der so gelebt? Das ist eine Sie. Ella. Ella Fitzgerald. Meine ich doch. Ja. Ja. Und Bertolt Brecht. Warum sollte... Also ich bin... Es ist ja eine preisgekrönte Berliner Live-Aufnahme. Das heißt, es muss irgendwas ganz Besonderes sein. So. Dass da Kennedy im Publikum saß, okay, dass man ihn hört, muss man erstmal raushören, dass der das auch war. Und die, dann muss ja irgendeiner gesagt haben, hier, hört ihr das? Weiß ich nicht. Es ist alles leider einzigartig. Obwohl Bertolt Brecht könnte öfter Klavier gespielt haben. Aber nicht mit Ella zusammen. Ich weiß. Also, dass jemand improvisiert, kommt schon mal vor. Deswegen ist das nicht auszuschließen. Das Konzept meines. Das kann schon mal passieren. Aber macht es das dann so einzigartig, dass jemand improvisiert? Vor allem improvisiert und Mac the Knife ist eigentlich ein sehr bekannter Song. Wahrscheinlich ist es, wenn ich tendiere jetzt zu C. Bertolt Brecht ist nicht unbedingt dafür bekannt, dass er Klavier spielt. Vielleicht aber damals hat er Klavier gespielt in der Band. Und das war aber einzigartig. Und deswegen bin ich bei C. Aber es ist nur geraten. Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wie lange John F. Kennedy gelebt hat, aber... Ja, in den 60ern schon. Aber warum sollte der ausgerechnet da in Berlin... also ich bin bei C. Gehst du nicht mal auf ein Konzert außerhalb? Ja. Ja, also... Was machen wir?
Also ich wäre bei A komplett. Ja, was sollen wir denn machen? Treffen wir uns in der Mitte? Ich weiß nicht. B liegt ganz gut. Also ich wäre komplett bei A, du wärst komplett bei C. Wie doll ist dein C? 100% oder ist es eher so... Nee, das ist überhaupt nicht 100%, weil ich habe keine Ahnung. Aber ich finde halt C ist so ein Ding... Aber ist es halt dann einzigartig? Das preisgekrönte Berliner Live-Album. Entscheidung? Oh, mach du einfach. Du warst so clever beim ersten. Ich höre nicht zu. Elton, Entscheidung? Es ist einzigartig. Rechts spielt Klavier, B fett und positiv. Okay, pass auf. Wir nehmen sein A. Okay. Du kannst es doch nicht einfach zu mir schieben. Am 13. Februar 1960 trat die Jazz-Ikone Ella Fitzgerald in der Deutschlandhalle in Berlin auf. Als sie den Song Mack the Knife live auf der Bühne sang, vergaß sie mittendrin den Text. Sie baute diesen Lapsus aber sofort spielerisch in die Performance ein und machte die Aufnahme einzigartig. Oh, what's the next chorus to this song now? This is the one now. I don't know, but it was a swinging tune and it's a hit too. So we tried to do. Ja, das kommt schon mal vor. Aber guck mal, das haben wir beide nicht genommen. Aber das wäre die Mitte gewesen. Das wäre die Mitte gewesen. Es wäre die Mitte gewesen. Bleibt bei 1.000 Euro. Ist immer gut. Ja, nächste clever. Kategorie. Clever. Yep. Mal sehen, was jetzt Kaffeeersatz ist. So. Wie lassen sich dunkle Flecken an Hausfassaden oberhalb von Quecke. Fenstern vermeiden? Quecke. Ja. Quecke. A. Bei ungedämmten Fassadenfenstern mit Dreifachverglasung wählen. B. Mehrmals täglich Stoßlüften statt Fenster auf Kipp stellen. Oder C. Fensterdichtungen jährlich auswechseln. Es ist klar. Es ist total klar. Es ist absolut klar. Revi sagt, es ist B. Genau. Oder? Also ja. das hat man ja mittlerweile gelernt. Ja, natürlich, das haben wir gelernt. Ja. Also das würde ich jetzt schon sagen, Fensterdichtung jährlich auswechseln. Ich habe noch nie gesehen, dass man das macht. Ich weiß gar nicht, ob man die da rausbekommt. Und eine ungedämmte Fassade, ob dann Fenster mit Dreifachverglasung jetzt hilft, glaube ich auch nicht. Weil das ist ja dann trotzdem oberhalb des Fensters, ist die Fassade ja auch trotzdem nicht gedämmt. Stoßlüften und Fenster nicht auf Kipp ist, glaube ich, die Antwort, ja? Vermutlich geht die warme, feuchte Luft aus dem Zimmer langsam raus und kondensiert. Beim Stoßlüften wird sie ausgetauscht, und dann bleibt sie oben, genau, ja. Genau. So. Wir sind bei B. Dann müssen wir ja nicht lange rummachen. Hoffentlich ist das nicht falsch. Bei dunklen Flecken an Fassaden oberhalb von Fenstern handelt es sich meistens nicht um Rauchablagerungen, sondern um Schimmel. Durch vermehrt gekippte Fenster wird die mit Feuchtigkeit angereicherte Warmluft direkt nach oben geführt, kondensiert an der kühleren Fassade oberhalb der Fenster und bildet so optimale Bedingungen für den Pilzbefall. Um das zu vermeiden, sollte besser mehrmals täglich für einige Minuten Stoß gelüftet werden. Richtige Antwort, 1.500 Euro. Das Wichtige ist, ich hatte schon mal genau wegen dem Grund Schimmel in meinem Zimmer. Deshalb. Jetzt weißt du es. Ja, jetzt habe ich es gelernt, ja. Gut. Du darfst wieder aussuchen. Ich darf wieder aussuchen. Ja, ich war... Worauf ist denn? Ich finde... Was hast du Lust? Ich weiß nicht. Es ist gruselig, aber unter Wasser spannend. Ja. Künstler? Ich will ein bisschen was wissen, wenn es jetzt... Die baltische Meerassel wird von Experten auch als Biene des Meeres bezeichnet, denn sie... A. Legt ihre Eier in Nestern aus sechskantigen Waben ab. B. Produziert einen dickflüssigen Saft auf Zuckerbasis. Oder C. Trägt zur Bestäubung pflanzlicher Meeresorganismen bei. Ja. Baltische Meerassel. Stressig. Baltische Meerassel. Tja. Da habe ich uns reingetrieben. Ja, dann. Gut. Ne? Trägt zur Bestäubung pflanzlicher Meeresorganismen bei. Heißt Seegras. Also es gibt gut, ja wenig geht, ne? Blüten unter Wasser. Bestäuben, Pollen. Aber irgendwie müssen sie sich ja auch vermehren. Kaffee. Produziert einen dickflüssigen Saft auf Zuckerbasis. Könnte ich mir schon sehr gut vorstellen.
Ja, aber wohin denn damit? Also sie sind ja höchstwahrscheinlich unter Wasser. Ja. Und wenn die dann Saft auf Zuckerbasis produzieren, dann muss der, der das nutzt, ziemlich dicht dran sein. Weil ich glaube, wenn du das irgendwo absetzt auf Pflanzen zum Anbau, also finde ich jetzt komisch. Okay, ja. Aber so. Legen ihre Eier in Nestern aus sechskantigen Waben ab. Also. Kann ich mir eigentlich auch vorstellen, aber. Ja, was denn? Waben? Ja. Sechskantige Waben, ja, klar. Aber das ist schon. Ja. Wo kommen die denn her, die Waben? Die bauen, machen die ja selber. Ja. Boah, das ist schon echt geraten dann. Also, ich. Also, mir fällt genau gar nichts dazu ein. Gar nichts. Mir fällt gar nichts ein. Nö. Dann machen wir einfach A. Kann ja so ein Spektrum sein, ne? Echt? Ja, okay. Müssen ja weiterkommen. Okay. Die in Nordsee, Ostsee, dem Mittelmeer und dem Schwarzen Meer vorkommende baltische Meerassel wird bis zu 3 cm lang und ernährt sich unter anderem von Mikroalgen, die auf der Oberfläche von Rotalgen wachsen. Während die Tiere männliche Algen abfressen, heftet sich an den Blättern wachsendes Algensperma an ihren Körper, das sie wiederum zu den weiblichen Rotalgen tragen und diese so bestäuben. Daher wird die Meerassel auch als Biene des Meeres bezeichnet. Antwort C ist die richtige. Bleibt bei 1000 Euro. Aber erstmal gucken, ob ihr aus der Vorlage was machen könnt. Wir haben noch Niederlande, Künstler, das Fragezeichen und Gesundheit. Also zum Thema Künstler ist halt die Frage, was für Künstler sind gemeint? Wenn es jetzt die Maler der Renaissance sind, bin ich so raus. Wenn es jetzt irgendwelche... Wir können es nur herausfinden, wenn ihr euch für die Kategorie entscheidet. Das hat bei Wiebitz nicht funktioniert und deshalb nehmen wir Gesundheit? Deshalb nehmen wir Gesundheit oder Niederlande? Niederlande. Niederlande, so. Wichtig ist, dass wir uns klar entscheiden. Dass wir auch da eine Linie fahren. Ja, eine, ne? Dass wir, so, wirklich dass wir uns eine, da einig sind. Ja. Ne? Niederlande. So. Die Eselsbrücke. Die Anzahl der Tage eines Jahres mit einer 1 davor und einer 9 dahinter lehrt Schulkinder in den Niederlanden. A. Wie viele Windmühlen das erste Königreich der Niederlande hatte. B. Zu wie viel Gulden die ersten Tulpenaktien gehandelt wurde. Oder C. Auf wie vielen Holzpfählen der Amsterdamer Königspalast gebaut ist. 13.600. Die Anzahl der Tage eines Jahres mit einer 1 davor und einer 9 dahinter. 365, 13.659. Ist doch richtig, ne? 1, 3... Was machst du gerade? Ich versuche gerade die Eselsbrücke. Zahl der Tage eines Jahres mit einer 1 davor und einer 9 dahinter. Also ich kann mir A nicht vorstellen, nee. Weil die sind ja nicht das erste Königreich. Ist so. Das wäre nicht so viele gewesen. Ja. Ne? Nee, auch vor allen Dingen, ja, also als ob man davor gab es ja auch schon welche. Ja, eben, also Niederlande war ja mal spanisch. Ja, ja, also, richtig, das war ja so, besetzt insofern, gewesen. Genau. Wer will das wissen? Zu wie vielen Gulden die erste Tulpenaktie gehandelt? Spannend ist die letzte Tulpenaktie oder die eine mittendrin, weil am Anfang war das eine ganz normale. Es kann eigentlich nur C sein. Und 13.659 Holzpfähle. Kommt vielleicht hin, ne? Also Amsterdam ist ja auf Holzpfählen gebaut, größtenteils immer noch, ne? Und ja, diese Zahl an Gulden, das klingt mir zu hoch. Das ist ja unglaublich viel. Ich weiß nicht, ein Gulden, also ich glaube, da gab es ja nochmal eine Unterwährung. Was war das? 6? Ja, also es kann natürlich sein, aber die erste Tulpe zu dem Preis, also die erste wird billiger gewesen, weil es gab... Nein, eine Aktie, also die Tulpenaktie, also einer Firma, die Tulpen exportiert. Ich bin auch bei C irgendwie, ne? Ja, bei C, ne? Weil das Amsterdam, ist das Interessante für Kinder. Gibt es denn in Amsterdam einen Königspalast, ist die Frage. Oh ja, wahrscheinlich, den Amsterdamer Königspalast. Der ist in Amsterdam, ne? Den würde ich vermuten. Und der steht auch auf Holzfeld. Ich meine, 13.659. Das kommt hin. Sollen wir es ausprobieren? Ich denke mal, das wird ein Palast tragen. Wir nehmen C. Okay. Und der Königstag wird immer ganz groß gefeiert. Das war falsch, ne, Elton? Ja. Schüttelt den Kopf. Ne? Ja. Der Königspalast in Amsterdam wurde 1665 fertiggestellt. Für bessere Stabilität auf dem sandigen Bauuntergrund wurde eine große Zahl Holzpfähle in den Boden geschlagen. Um sich die große Zahl besser merken zu können, hilft die Eselsbrücke. Die Anzahl der Tage eines Jahres mit einer 1 davor und einer 9 dahinter.
Das Jahr hat 365 Tage und 13.659 Pfähle bilden den sicheren Unterbau für den Königspalast in Amsterdam. Klar, super, klar, sehr gut. 2.000 Euro. Ja, muss man wissen. Ja, hier. Für Rewe und Bernhard. Künstler, Fragezeichen oder Gesundheit? Du müsst das leider. Bitte? Künstler, Fragezeichen oder Gesundheit? Schläft einer. Nicht so laut. Gesundheit. Schläft einer, ja? Nicht so laut. Ist ja gut. Ja. Was? Hast du Gesundheit genommen? Mhm. Okay. Was? Gesundheit. Ja. Laut Bundesgesundheitsministerium sollten Medikamente generell nicht A. auf leeren Magen eingenommen werden, B. mit Leitungswasser konsumiert werden oder C. im Badezimmerschrank aufbewahrt werden. So, jetzt bin ich mal clever. Okay. So wie Revi die ganze Zeit. Der ist ja, also, ne, muss man ja auch mal zugeben, das macht er schon sehr smart. Mhm. Das macht er schon gut im Duo. Wir wurschteln uns jetzt auch mal ran. Mit Leitungswasser konsumieren ist egal. Schließe ich jetzt einfach mal aus. Mhm. Badezimmerschrank aufbewahren. Könnte es sein, wegen der Feuchtigkeit. Mhm. Aber es ist A. Das ist eine gute Schlussfolgerung, glaube ich. Das musst du mit Elton debattieren. Oder? Auf leeren Magen Medikamente. Sollte man nicht tun. Das lerne ich als Kind. Sag es, sprich's aus. Es gibt doch Medikamente, die man entweder vor einer Mahlzeit oder nach einer Mahlzeit nehmen soll. Aber da steht, sollten Medikamente generell. Eben. Ja. Deswegen würde ich ja A jetzt ausschließen, weil es gibt ja Medikamente, die sollst du auch vor einer Mahlzeit einnehmen. Vorm Frühstück. Also so kenne ich das. Ne? Ist ein Punkt, ne? Das ist ein cleverer Punkt. So. Habe ich nicht bedacht. Mit Leitungswasser konsumiert werden. Ich meine mal gehört zu haben, man soll es sogar mit Leitungswasser konsumieren und nicht mit Mineralwasser, weil die Mineralien in dem Mineralwasser vielleicht das Medikament beeinflussen. Mhm. Und deine Idee mit Badezimmerschrank, dass das da feucht ist, die finde ich eigentlich ganz gut. Also klar, wenn die verpackt sind, ist es wahrscheinlich noch so einigermaßen, aber es gibt ja auch so andere Höhlen oder sowas, da sind die wahrscheinlich nicht so gut verpackt. Deswegen fand ich deine Idee mit Feuchtigkeit und sowas gar nicht mal so verkehrt mit C. Deswegen wäre ich bei C. Ja. Du hattest mich mit dem Punkt gerade, dass es manche Medikamente gibt, die vor oder nach einer Mahlzeit kommen sollen. Aber im Badezimmerschrank, also... Die meisten sind ja im Badezimmerschrank. Da gibt es ja meistens Medikamentenschrank. Ja. Das ist meistens Badezimmer. Ja. Und wahrscheinlich ist das genau falsch. Und deswegen sagen die Leute jetzt, pass auf, nicht im Badezimmerschrank. Ja, okay. Ich bin dabei. Wir nehmen C. Nehmen wir C. Ja. Ah, da applaudieren schon welche. Okay, ja, aber... Ja. Ist das ein gutes Zeichen? Weiß ich noch nicht. Damit Arzneimittel nicht ihre Wirkung verlieren, spielt die sachgerechte Aufbewahrung eine entscheidende Rolle. Hinweise dazu finden sich auf der Umverpackung und in der Packungsbeilage. Grundsätzlich sollten Medikamente dunkel und trocken gelagert werden. Das Badezimmer ist wegen der schwankenden Luftfeuchtigkeit und der häufig erhöhten Temperatur nicht geeignet. Ideal ist stattdessen das Schlafzimmer oder der Flur. Du hast eigentlich die richtige Lösung gesagt. Und damit ich wollte unbedingt A. 1.500, ihr bleibt dran. Ja. Wir haben noch zwei Kategorien. Müssen ein bisschen Gas geben. Okay, wir nehmen Fragezeichen. Ey, wenn du das sagst, dann machen wir das. Kriegen wir hin. Um die vom Aussterben bedrohte Haubenlerche zu schützen, das hast du jetzt davon, wurden im baden-württembergischen Walldorf 2022 A. alle Straßenlaternen mit Rotlicht ausgestattet, B. Traktoren mit einem Nachtfahrverbot versehen oder C. alle Hauskatzen unter Hausarrest gestellt. So. Und das weißt du jetzt? Das habe ich gelesen. Ich weiß nicht, ob das jetzt genau da war, aber die größte Gefahr für Singvögel in Deutschland ist nämlich nicht das Windrad und auch nicht der Lastwagen, sondern die Hauskatze. Die Hauskatzen sind, wer sie mag, aber das sind die...
die rotten die meisten Vögel aus. Echt jetzt? Das ist ein Riesenproblem. Und ich weiß, dass es Orte gibt, wo Katzen nicht mehr raus dürfen oder nur mit Genehmigung. Wie, was für eine Genehmigung? Ja, dass sie raus müssen dürfen. So ein Führerschein. Eine Ausgangsgenehmigung. Also da muss dann einer dabei sein oder an der Leine oder denen müssen die Zähne ab, ich habe keine Ahnung. Unter die Beine. Ja, ne? Genau. Ja. Und, weil Katzen sind ein Riesenproblem für die deutsche Vogelwelt. Deshalb würde ich da sehr schön auf C gehen. Ey, wenn du dir da so sicher bist, dann sage ich da gar nichts mehr zu und überlasse dir die Verantwortung. Wir hätten ja theoretisch noch einen Joker, aber ich glaube, den können wir uns an der Stelle sparen. Ich würde hier gerne bei C bleiben, wenn das okay ist, dann muss keiner aufstehen. Ja. Ja, okay, ja. Wir nehmen C. Ja. Das kann man auch gesagt werden. Alles gut, nehmen wir C. Ist total lang alles sehr schlüssig. Noch gelesen. Ja, okay, gut. Seit 1980 ist der Bestand der Haubenlerche in Europa um 98% zurückgegangen. Das Bundesnaturschutzgesetz zählt den Vogel zu den streng geschützten Arten. Um den Bestand im baden-württembergischen Walldorf besser zu schützen, wurde im Mai 2022 kurzerhand eine bis 31. August währende Ausgangssperre für Hauskatzen veranlasst. Bei Zuwiderhandlung drohte den Tierhaltern eine Strafe von bis zu 500 Euro. Bis 2025 soll die Ausgangssperre zwischen April und August, der Brutzeit der Vögel, weiter bestehen. Sehr gut. 2500 Euro. Und ihr habt noch mal die Chance, 500 oben drauf zu packen. Kategorie ist Künstler. Das 1925 vom US-amerikanischen Künstler Edward Hopper erschaffene Gemälde, das Haus am Bahndamm, A, wurde nur einen Tag ausgestellt und ist seither unter Verschluss. B, ist eine 1:1-Abbildung in Originalgröße des Hauses auf Leinwand. Oder C, war Vorbild für die Villa in Hitchcocks Filmklassiker Psycho. Also C würde ich vielleicht ausschließen, weil dann hätten sie ja also die Villa gebaut. Ich glaube aber, diese Villa oder das Motel Bates, das stand schon. Das wurde nicht extra gebaut. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Deswegen würde ich C nach hinten schieben. Mhm. Das Haus am Bahndamm ist eine 1:1-Abbildung in Originalgröße des Hauses auf Leinwand. Kann funktionieren. Wie geht das? Also, das ist ja dreidimensional, so ein Haus. Eine 1:1-Abbildung in Originalgröße des Hauses auf Leinwand. Das heißt, er hat eine Seite gemalt, dann so. Noch eine Seite. Das klingt jetzt komisch. Ja. Ich hätte gedacht, das ist nur eine Hausfassade. So. Ja. Aber hier steht ja, es ist des Hauses, des gesamten Hauses. Es ist eine 1:1-Abbildung in Originalgröße des Hauses auf Leinwand. Das heißt, er hat das Dach gemalt daran. Das kann natürlich sein, aber... Wurde an einem Tag ausgestellt und seitdem unter Verschluss. Warum nicht? Ja. Ist jetzt zwar nicht so die Monster-Antwort, wo man sagt, jo, das ist aber... Das ist natürlich eher B. Eine 1:1-Abbildung in Originalgröße des Hauses auf Leinwand. Also vorhin hat mir Marvin geraten, der hier auch angetreten ist, denkt nicht logisch. Das war... Weil das wäre das Logischste. Das was? Erste. Das Erste wäre das Logischste. A wäre logisch. Das Erste ist vielleicht irgendwie ganz logisch. Es wird einen Tag ausgestellt und seitdem unter Verschluss. Wohin treibt es dich einmal? Also B ist total verrückt. Wer weiß denn sowas? So. Warum heißt du eigentlich auf Instagram AmarTV? Du bist heute das erste Mal im Fernsehen. Nein, das heißt ich nicht. Ich war schon mal bei dir bei... Achso, das stimmt gar nicht. Aber da hieß du auch schon AmarTV. Ja, da hieß ich auch schon AmarTV. Das hatte ich schon verdrängt, dass du mal bei Klein gegen Groß warst. Ja, Amar wurde mir geklaut. Ja. Ah. Da kommt man nicht weiter. Gibt es noch einen Rapper? Das stimmt. Bist du nicht bei der VOGUE-WM dabei? Ja. Viel Spaß. Warum? Ich freue mich drauf. Hat die sich verändert? Was? Es gibt keine Schoner mehr. Es gibt keine Schoner und keine okay, also wir müssen in die Entscheidung kommen. Ich finde C komisch. Es ist ein Gemälde. Moment, das 1925 erschaffene Gemälde. Es ist ein Gemälde. Ja. Und das ist eine 1:1-Abbildung in Originalgröße des Hauses auf Leinwand. Auf einem Gemälde.
musste das so gemalt haben, geknickt haben. Das kann ja eine Leinwand sein, hochziehen. A, B oder C? Also B ist das Verrücktere. B ist sehr verrückt. A würde ich nehmen, um einfach nur auf sicher zu gehen. Ja, aber das... das sicher ist hier nichts. Bist du Mr. Risiko oder bist du Mr. Sicher? Das ist die einzige Frage, die ich dir stelle. Ja, aber sicher gibt's hier nicht bei diesem Spiel. Nee, aber bist du, also im Leben, bist du Mr. Sicher oder bist du Mr. Ich bin eher ein bisschen eher Mr. Sicher. Okay. Aber es ist nicht, es ist, wir sind hier nicht beim... Nee, wir sind hier nicht in meinem Leben. Das ist ein... Elton Second Life. Und deswegen, weil man... Deswegen tendiere ich zu B, weil das... Okay, total absurd ist und wir nehmen B. Wir nehmen gut. B. Letzte Antwort in dieser Runde, dann geht's ins Finale. Edward Hopper malte das Haus am Bahndamm 1925 mit Öl auf Leinwand. Das heute im MoMA in New York ausgestellte Gemälde war laut dem Filmhistoriker Steven Robello das Vorbild für die Villa neben Bates Motel im berühmten Kinothriller Psycho von Alfred Hitchcock. Auch nicht mehr in meinem Kopf. Weil ich das damit das haben Haus bauen vor dem Finale. Ja. Revi und Bernhard haben 2.500 Euro erspielt. Amar und Elton 1.500 Euro. Nein. Ja, also. Und hier kommt das Finale. Aber nicht alles auf einmal. Ja, hat er nicht. Die Kategorie, aus der die Masterfrage kommt, ist Reisen. Interessant. Reisen ist Biografie. Reisen. Ja, das ist, wo brauchst du die Masterfrage? Ja, aber also, was darfst du mitnehmen und so? Ja, ja, das kriegen wir hin. Okay, kriegen wir hin? Ich glaube schon, ja. Okay. Das ist gut. Also, ich bin schon mal gereist. Ich bin gerissen. Reicht das gut? Ja, kommt noch ein Buch. Und wie, aber. Aber egal. Das ist gut. Das ist jetzt erstmalig die Chance, das wäre der neue, also wenn ihr alles setzt, ich will euch nichts reinhalten, das wäre der neue Top-Gewinn jetzt, ne, im Laufe der Runden. Ja. Der liegt ja bisher bei 4.000 Euro. Ja. So, bitte setzen. Bernhard, bitte setzen, wir sind... Beide Teams haben gesetzt. Hier ist die Masterfrage. Wohin ging der erste offizielle Flug vom Flughafen BER am 1. November 2021? Nur eine Idee nach im Kopf. Tegel. Ja, nach Tegel. A. Madrid Barajas. B. London Gatwick oder C. Mailand Malpensa. Ihr habt 20 Sekunden ab jetzt. Oho. Ganz ehrlich, das ist doch eine Lotterie, oder? Was habt ihr genommen? Ich hab drin gesessen, aber ich habe keine Ahnung, wo wir gelandet sind. Ich sag mal so, das kann man wissen, weil es ist durch die Presse gegangen. Ja. Ja. Das ist London. Das haben wir auch alle gelesen. Das ist London. Wir gucken erst mal, wie viel Geld gesetzt wurde. Bernhard und Revi haben gesetzt. 2.500 Euro haben sie auf dem Konto. Und gesetzt haben sie? 1.999. Elton und Amar haben 1.500 Euro auf dem Konto und haben gesetzt. Alles. Oh. Jawohl. So, auf welche Antworten habt ihr getippt? Team Bernhard. Antwort B, Team Elton. Antwort C. Oh. Ah, ja. Keiner hat sich für Madrid Barajas entschieden.
Madrid Barajas. Antwort A. Bleiben also noch B und C. Als Hauptstadtflughafen ist er dann am, am 1.11.2021 die erste Maschine gestartet. Und es war eine Maschine vom Typ Airbus A320neo mit 64 Personen an Bord. Um 6.45 Uhr hob sie dann aus Schönefeld ab. Und bevor ich euch die richtige Antwort verrate, wollen wir noch mal gucken. Der Bernhard hat ja noch einen zweiten guten Zweck, ne? Wo das Geld hingeht. Nach den 25 Stunden wird ja alles verdoppelt, was erspielt wird in der ganzen Zeit. Gucken wir noch schnell drauf. Mein Name ist Peggy Fröde. Ich bin 42 Jahre alt und bin hier in Bad Schandau die Leiterin vom Kindergarten. Ich mache die Freiwillige Feuerwehr, weil ich mit Herzblut dabei bin und weil das so ein Familiending bei uns ist. Seit meinem 16. Lebensjahr bin ich in der Feuerwehr. Der Waldbrand jetzt bei uns in der Sächsischen Schweiz war schon was Besonderes. Wo ich das erste Mal mit in den Wald rausgefahren bin, dachte ich, oh je. Das ist aber schon ganz heftig. Hier sieht es aber sehr wild aus. Und ich war sehr froh, dass dort keine Menschen betroffen waren. Also nicht schaffen, das gibt's nicht. Wir schaffen alles. Es ist nur eine Frage der Zeit. So waren es 4 Wochen, 5 Wochen, wo wir jeden Tag 12 Stunden waren, mindestens. Das geht an die Kräfte. Es ist mein Job in dem Sinne, zu helfen, auch wenn alles andere auf der Strecke geblieben ist, mein Privatleben, mein Job. Aber ich denke mir, es war das, was von mir verlangt wurde. Und gut. Ich weiß, dass ich das Richtige tue, wenn wir ein Leben gerettet haben oder dann nachträglich nach einem Einsatz mal jemand mit einem Körbchen Süßigkeiten oder sowas hier in der Wache vorbeikommt und sagt, Dankeschön, das war toll. Die Freiwillige Feuerwehr ist extrem wichtig. Wir machen alles, wir schützen alles, wir bergen alles, wir retten alles. Wir sind da. Wenn man uns braucht, wir sind da. Gut, dass es die Freiwillige Feuerwehr gibt. Leider nicht Italien, ne? Und bei den Waldbränden in der Sächsischen Schweiz gut, dass es die Freiwillige Feuerwehr Bad Schandau gab. Und wir werden sehen, wie viel Geld am Ende zusammenkommt. Jetzt wollen wir mal gucken. Es sind zwei Fluglinien, die den Flughafen BR maßgeblich bestimmen. Und eine Maschine stand auf der Startbahn am 1. November und flog dann 6.45 Uhr ab von Schönefeld Richtung London Gatwick. Wirklich, ne? Also das war 63,37 Euro pro Kopf. Ja. Das schmeckt. Ja. Waren die 63,37 Euro auch an die drei Apple-Spieler, die nahe den Quiz mitgespielt haben, gewonnen haben. Auch euch herzlichen Glückwunsch. So, ich finde, der ein oder andere kann jetzt langsam los von euch. Ne? Ihr habt schon ganz schön viel Geld gewonnen. Hier geht es jetzt direkt im Livestream weiter im Anschluss. Bleiben Dr. Thomas Kinner und Sebastian Klussmann, die beiden Jäger, kommen jetzt gleich. Vielen Dank an Remi und an Marc. Alles Gute, danke, dass ihr dabei wart. Schaut mal bei Ihnen vorbei auf Instagram, auf Twitch, auf YouTube. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Jetzt geht's. Ich hätte sofort New York. Sorry, Leute. Wenn dann richtig. Ja, aber ist ja fast. Ne? Fast. Aber auch Gatwick. Hättet ihr vieles Heathrow, gewusst? Ne? Ja. Oder? Also Heathrow ist eigentlich auch viel größer. Das stimmt. Ja. Das habe ich auch nie im Kopf gehabt. Ah. So, wir machen gleich. Jetzt geht's gleich im Livestream weiter. Die nächste Runde war. Ich muss ums Auto laufen. Ja. Und du gehst auch. Als streamst du jetzt noch oder nicht? Nee. Ich muss ja morgen früh los. Ach so, stopp. Ja. Deswegen. Tag. Dritte Mal schon wieder. Schade. Sei gegrüßt. Wäre es für dich in Ordnung, wenn man ein gebrochenes Selfie noch nimmt? Ja, klar. Hi! Ja.
Und hat schon fleißig was gemacht. Ja, ey. Ja, genau. Ey, Erfahrung wurde gesammelt. Was soll ich da machen? Ich habe hier einen Hattrick gemacht. Ja, sehr gut. Aber letzte Frage war auch echt ein Coinflip, sag ich dir ehrlich. Ja, ich war mehr Rat. Aber ich sag mal so, ich erinnere mich an deinen ersten Auftritt hier. Vielleicht könnt ihr da ja nochmal einen kleinen Rückblick. Ich war es aber auch gleich schon angefangen. Da hast du auch super Erklärungen geliefert. Es war alles falsch. Es war alles falsch. Alles falsch. Aber was hat gereicht am Ende? Das ist die Hauptsache gewesen. Aber ich war immer beeindruckt, weil du hast echt schlaue Sachen gesagt. Aber es war komplett alles falsch. Aber es hat morgen... Aman, du kannst gerne wiederkommen, du kannst nochmal versuchen. Max hat auch zweimal versucht, jetzt hat er aufgegeben. Hallo, hast du auch gerade angefangen? Vielleicht muss immer mit Max wiederkommen, weil dann hat er auch jetzt gerade an. Das ist leider so. Also Max wird, seine Antworten sind wirklich bodenlos vorbei. Ich glaube, die Steady wechselt auch gleich. Ich meine, ihr habt einen gesehen, der... Oh! Hinter, ja, ne? Habt ihr Spaß? Tschau! Ja klar, machen wir. Jetzt kommen die Superschlauen hier. Lass uns alles zusammen ein Foto machen, oder? Ja. Sehr gut. Aber ihr habt Spaß hinten alle, ja? Oder? Das ist doch super. Ich habe totalen Spaß. Ja, das ist wichtig, weil das ist... Weil es sind das ja immer noch normale Sendungen. Ja. Ne? Genau. Sehr gut. Komm in die Mitte, mein Lieber. Nee, im Moment nicht. Ja, jetzt wie jetzt, weil das live war. Ich wollte nur... Die nächste ist wieder... Jetzt habe ich zwei Kästen fürs Publikum dann halt bestellt. Ja, das ist sehr gut. Das ist nämlich jetzt die Entspannungsrunde, wo man dann nichts machen muss. Ja, natürlich. Ja. Ist das deine Handyhülle mit Get on my level? Nee, das ist ihre. Deine? Sehr gerne. Großer Fan. Immer noch. So, muss auch noch mal auf Klo. Das ist immer noch. Ja. Und der kann ja genau... Das kann mir sein, wenn ich müde bin. Sehr gerne. Wunderbar. Julian macht auch noch, können wir auch alle eins zusammen machen. Komm, bleib hier. Wir machen alle, komm, Julian macht ja, ich trinke immer zusammen. So, ich will ja nicht aufs Klo gehen, aber den Tag über wird es schwierig. Dann muss ich mal. Ich werde das jetzt mal leer machen. Fotos von dir gemacht. Und dann in der nächsten Sendung. Stark, sehr stark. Hast gesehen, dass wir David noch getroffen haben? Ja, geil. Hab ich gesehen. Habt ihr euch wieder erkannt? Ja, zum Kaffee. Durch, ne? Ja, super. Sag mal, hast du irgendwas mit Kindern, die zu hast tun, noch deinen die zwischen 4 und 7 sind? Nee, der war nur, ich habe ich selber morgens haben wir noch Schnitzel gemacht. Ich habe ein Kinderbuch geschrieben. Ich selber nicht. Auch noch mit dem Kopf, der ich habe noch keine Kinder. Das war so ein dann ist es auch mal scheiße Zeit. Hochgefallen, die Leute alle von uns. Nee, noch nicht. Das Katzenhuhn. Die Geschichte eines Huhnes, das einen Katzenumhang findet und danach zu einem Helden wird. Oh, das ist aber süß. Oh, der Herr Klussmann. Ja, das ist draußen. Bist du direkt aus dem Club gekommen, oder was? Ja, geil, bist du draußen gekommen? Im Juni rausgekommen, Juli, 27. Boah, ja, man weiß es. Bei Büchern ist das ja immer so konstant. Ja, fein im Hund raus. Aber hast du gedacht, du machst jetzt einen schon mal einen rauslassen? Ich hab selber geschrieben. Ja, mit meiner Frau zusammen. Nee, illustriert hat der Dominik Rupp, also ein Auto, ein richtiger Illustrator. Das wüsstest du doch. Wir laufen immer durch. Also alles, was wir reden, ist ja jetzt auch live beim Verlag angekommen, dass sich die Fortsetzungen auch gegeben haben. Nein, das ist für YouTube. Aber der Livestream in Kinderbücher sind eine ganz andere. Das ist sozusagen die Idee des Ganzen. Ja, dass man ich habe was Kürzeres, da musst du nicht so lange zuhören. Nee, wir haben noch ein anderes geschrieben für dann 2- bis 5-Jährige. So. Also wild. Ja, klar. Ja. Genau. Wie alt ist sie? Ja, gute. Ja, das ist genau richtig. Warte, ja, ja. Ein bisschen das im Dunkel. Okay. Das ist eine heiße Kamera. Wie alt? Das sieht nur so aus. So, jetzt haben wir gleich gefragt, gejagt, Mietz, wer weiß denn sowas? Haben wir schon sicher beide die, wo ich an dieser Stelle sagen, die verloren haben. Bei ihrem ersten. Das stimmt, das stimmt. Insofern geht einer heute raus mit 2 Niederlagen. Ja. Es sei denn, du weißt, es gibt... Ach so, oder es, ja, das ist natürlich auch möglich. Das gab es heute schon. Wir hoffen nicht, einmal gab es das schon, ja. Aber ansonsten 2 Niederlagen gibt es, 2 Sieger nicht. Also. Bernhards Seite ist ja ganz gut, ne? Ja, wobei bei Elton ist ja dann der Gewinn immer ein bisschen höher und Bernhard hat aber jetzt sozusagen noch einen draufgepackt, also wird schon. Gestern nach Berlin? Genau, gestern haben wir klein gegen groß in Berlin gemacht und ja, jetzt geht's hier weiter. Hast du das schon mal gemacht, so 25 Stunden am Stück wach bleiben? Nee. Also in der Regel macht man ja, wenn, eine Nacht durch. Ja, genau. Aber dann geht man morgens irgendwann schlafen und das steht uns jetzt morgen früh nicht offen. Ach, hi, grüß dich. Ich glaube, daraus wird irgendwann auch die Anstrengung resultieren. Ja, heute bin ich auf der anderen Seite. Ja. Hast du auch eine Chance zu gewinnen? So. Jetzt mal eine Stunde nichts tun. Dann machen wir weiter, oder? Ja, wir machen jetzt weiter. Ja, dann ganz viel Spaß. Vielen Dank für die Einladung. Gute Nacht. Ich hoffe, die Frische Luft weiterhin durchhalten. Ne? Gute Nacht. Dankeschön für die Einladung.
Könnt ihr ja morgen Abend mal reingucken, dann seht ihr, was von uns übrig ist. Ciao. Ich hab da reingepumpt. Danke, danke. Euch auch noch. Geht ihr noch aus? Nein. Wir machen ruhig. Ganz ruhig. Einfach nur geraten. Ja, ist ja, aber ist auch erst eins. Ja, Glückwunsch, ne? Ist aber auch erst eins, also ihr könnt schon noch was machen. Wir gehen nicht auf die Leberbank. Ciao. Dann nehmen wir eine Banane. Viertel habt ihr ja schon geschafft. Ansonsten.